Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist wieder soweit. Es gibt eine neue Roomtour und mir wird richtig schlecht und ich kotze gleich das ganze Video voll. Gibt mehr Klicks. Ja, 3 Jahre ist es her, glaube ich, als ich die letzte gemacht habe. Boah, jetzt ist mir wirklich schlecht. Mein Gast heute, Flo, guten Tag. Wir schauen uns als allererstes heute wieder den Schreibtisch an und da fängt das an mit meinem wundervollen, geilen Notebook. Mein Alienware Notebook. Ich glaube auch 2 Jahre alt oder so. Ein richtig geiles Teil. Da kann man sogar die Tastatur Farbe ändern. Und man kann die Farbe... Oh, da ist ein Fussel. Der muss weg. Man kann die Farbe ändern, wenn das Netzkabel dran ist, wenn das Netzkabel ab ist, wenn der Akku fast leer ist, dann blinkt das so in einer bestimmten Farbe, die man einstellt. Das ist so geil alles. So geil. Und die Farbe hier kann man auch ändern, wenn die leuchtet nämlich auch, wenn das Laptop an ist. Gut. Ja, also ich glaube, das ist schon mal ein anderes Laptop als das, was ich letztes Mal hatte. Unten drunter immer noch die Ablage mit dem... Ja, diese Weltkarte, was halt irgendwie jeder dritte Mensch auf seinem Schreibtisch liegen hat. Wir gucken weiter. Eine neue Maus. Leute würden sagen, eine Billigmaus. Ich sage, es ist eine Maus und sie funktioniert. Ein Kreisel, der von meinem Bruder ist, der liegt hier gerade einfach. Eine Trinkflasche, das ist eine lustige Geschichte, weil diese Trinkflasche kommt tatsächlich aus dem Krankenhaus. Als mein Bruder im Krankenhaus war... Ja, hör mal bitte auf. Als mein Bruder im Krankenhaus war, hatte... ich setze mich mal hin. Ich hoffe, dass ich dann ein bisschen eine ruhigere Hand habe. Tut mir leid, dass ich so zitter. Im Krankenhaus hat mein Stiefvater einfach ein paar Flaschen mitgehen lassen. Aber sagt's bitte niemandem weiter. Ich trinke im Moment nur noch Wasser, weil ich ja irgendwie wieder so einen Bauch entwickelt habe. Und der ging letztes Mal auch weg, als ich einfach aufgehört habe, so Zuckerzeug zu trinken. Deswegen trinke ich im Moment nur noch Wasser. Mikrofon dürfte das gleiche sein. Ich hatte ja zwischendrin ein anderes und dann habe ich wieder auf mein altes bin ich zurückgegangen. Irgendwann habe ich mir hier so einen Popschutz gekauft, dass ich nicht dieses Ding hier davor habe. Das kann ich euch gleich noch zeigen. Ja, funktioniert ganz gut. Dieser Arm, das Armgedöns hier, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das ist auf jeden Fall neu. Das hatte ich mir auch irgendwann erst gekauft. Dieser Parteisticker, das war gestern vor einem Jahr. Habe ich den gefunden auf der Straße, denn da war die Artikel 13 Demo in Berlin und da lagen einfach Parteisticker auf dem Boden. Ich habe den mitgenommen. Hashtag Bakterien, egal. Das hier, das dürfte ich auch schon gezeigt haben. Hatte ich in der Tagesklinik gemacht, ne? Wie so ein kleines Kind. Ne? Eidechse oder so angemalt, wunderschön. Ist mittlerweile alles komplett abgefärbt. Ja, egal. Und so ein Bus dazu, ich weiß gar nicht mehr, warum ich den überhaupt habe. Den habe ich wahrscheinlich geschenkt bekommen. Ein Capodaster für meine Gitarre. Brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Ist halt einfach, um auf eine bestimmte Seite das drauf zu klemmen, dann spielt die Gitarre automatisch höher, ist bei manchen Liedern notwendig. Patrick. Guten Tag, Patrick. Er sitzt in meiner Happy 18. Geburtstag-Tasse und ja, den habe ich irgendwann auch geschenkt bekommen. Das ist Adolf, unser Bürgermeister. Das war eine Werbung, die wir geschickt bekommen hatten. Und da hatte ich einfach den Kopf von ihm ausgeschnitten. Ja, das ist... ich tue mal wieder da hinten rein. Und das Beste, das werde ich irgendwann mal essen. Tut mir leid, dass ich jetzt hier Nackt-Content zeige, aber das werde ich irgendwann mal... Ja, wobei, wenn ich mir das so anschaue, ist dieser Dreck da innen drin oder ist das Staub von außen? Nee, es ist Staub von außen, oder? Nee, ist es Staub von innen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde es nicht mehr essen. Ist vielleicht auch besser, es einfach aufzuheben. Hier an der Wand habe ich ein paar Sachen hängen. Da habe ich einerseits Inhalte überwinden. Das Programm der Partei, die Partei, habe ich da hängen. Ist sehr riesig, wie man sieht. Also, hat nur 2 Seiten. Oben drüber Grüße aus Brüssel. Das habe ich geschenkt bekommen, auch als ich neues Parteimitglied wurde. Es sieht aus, als wäre das drauf gekritzelt, aber es ist wirklich so. Es wurde mir so zugeschickt. Das hatte ich von meiner Oma geschenkt bekommen. An den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser. Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Das war aus der Tagesklinik. Genauso wie Think positiv und gib niemals auf. Das weiß ich auch nicht, von wem das war. Nee, kann ich gar nicht mehr sagen. Das da oben, entschuldigen Sie bitte, das ist eine Bayern-Uhr.
Oh nein, ich muss niesen, ich habe Corona. Ja, ich kann es mir noch unterdrücken. Die läuft nicht mal mehr, weil ich keine Batterien reinmache. Und ich müsste die mal verkaufen irgendwann, weil es ist einfach... Nee, nein, ich bin kein Bayern-Fan mehr, wirklich nicht. Das hier, mein toller Spiegel, sie haben in den Spiegel geschaut, ihre Anfrage wird bearbeitet. Das hatte ich von meiner Schwester irgendwann mal geschenkt bekommen, von meiner Großen. Weiter geht's hier. Auf diesen Kalender, da freut sich eine Person ganz besonders drauf. Ich müsste den eigentlich mal zuschicken. Das beste Mittel, getäuscht zu werden, ist, sich für schlauer zu halten als die anderen. Ist doch eigentlich kein schlechter Spruch, oder? Es gibt auch Menschen, die verachten diesen Kalender, diesen Sprüchekalender, auf dem jeden Tag irgendwas Neues steht. Und eigentlich müsste ich den auch wieder umblättern. Ja, ich habe behaarte Arme. Ganz arg. Ganz schlimm. Kleine Taten, die man ausführt, sind besser als große, die man plant. Ja, das stimmt auch. Hier zwei Alf-Figuren. Keine Ahnung, die habe ich auch irgendwann mal geschenkt bekommen. Also alles, was hier steht, ist irgendwie geschenkt. Ich habe mir das nie selber gekauft. Das hier, das ist ein Glücksstein, den ich von meiner Psychologin damals bekommen habe. Und der Stein daneben, das ist so ein Stein, den ich geschnitzt hatte, glaube ich. Der war meine Halskette. Aber ich habe dann irgendwann diese Kette abgemacht und habe den da einfach mit dazugelegt. Das Ding hier, das ist richtig cool. Da sieht man einerseits meinen wunderschönen Körper. Oh mein Gott, ich werde so geil gerade. Was? Nein, war nur Spaß. das ist ein Kamin. Den würde ich auch anschalten, aber ich glaube, er ist leer. Ich kann mal kurz gucken. Also, ich mache das mal an. Ne, er ist leer. Kann ich euch leider jetzt nicht zeigen. Der ist leider ein bisschen laut. Also irgendwie ist der sehr schnell laut geworden. Also irgendwas ist da nicht so ganz... der ist ein bisschen kaputt irgendwie, keine Ahnung. Aber das sieht dann halt aus wie so ein Kaminfeuer, was man auf dem Tisch stehen hat. Eigentlich ganz cool. Hier so ein Ordner, den ich von meiner Fernschule habe. Das hier, Mats 1, das war das allererste, was ich gelernt hatte. Habe ich halt da noch drin, den Rest habe ich in einer anderen Kiste. Und obendrauf, da ist meine Kamera. Also ich sitze hier dann immer so... Ist da meine Kamera so ein bisschen seitlich, einfach damit, das sieht irgendwie cooler aus, wenn es so seitlich auf mich drauf geht, als so frontal, wie man hier bei dieser Kamera hatte, dieser Webcam-Kamera. Die habe ich auch abgeklebt einfach, weil die benutze ich nicht. Nicht, dass hier irgendwelche Spanner sind. Weiter geht's, hier, ein Mäppchen. Englischkurs. Der Englischkurs liegt hier, keine Ahnung. Da sind CDs drin, die benutze ich überhaupt nicht. Hier irgendwelche Sachen, die ich nicht weggelegt habe, aber die sieht man zum Glück nicht. Eine Kinder-Bueno-Packung, die habe ich leider auch nicht mehr weggeschmissen, tut mir sehr leid. Zwei Batterien, die liegen eigentlich als Ersatz für meine Controller, aber die werden irgendwie nicht leer. Ein Stift. Mein Geldbeutel. Kann ich da was zeigen? Ich muss mal kurz gucken. Ja, da ist mein Personalausweis halt drin. Hier, da ist sogar Geld. Boah, Wahnsinn. Ich hoffe, man hat die Bankdaten gerade nicht gesehen. Muss ich mir später nochmal angucken. Das hier ist so ein Tisch, Globus. Das ist eigentlich ein Spitzer. Da unten ist ein Spitzer dran. Hier mein Sparschwein. Da müssten so 7 Euro ungefähr drin sein. Ich mache da immer so diese ganzen 1, 2, 5, 10 Cent Stücke rein und sammle die. So ein Kack-Sparschwein. Da mache ich aber nichts rein. Das ist einfach nur Deko. Neben dran so ein Mini-Nutella-Glas und so ein Shot. Glas, keine Ahnung, ja. Dann das Hufeisen ist immer noch hier, was ich mal von meiner Schwester geschenkt bekommen habe, zusammen mit diesem alten Radio. Ich glaube, das funktioniert sogar noch, warte mal. Aber nicht mehr so richtig, weil das Ding hier nämlich abgebrochen ist. Wie macht man das nochmal an? Oh ja, es geht sogar. Da genau, die, ja, Wolfi wollte es halt wirklich allen zeigen, das weiß ich ganz genau noch, ja. Hier, das hier ist, das kann man anschließen an meinen Laptop, weil die neueren Laptops haben ja so dämlich gar kein Laufwerk mehr. Da muss man, wenn man CDs oder DVDs reinmacht, muss man so ein externes Ding haben. Und das ist halt einfach so ein Laufwerk, was man dann anschließen kann. Hier noch ein Nutella-Glas. Das ist voll cool. Das hatte ich... ich sage immer, habe ich geschenkt bekommen. Nee, das habe ich, glaube ich, bei einem Gewinnspiel gewonnen, oder? Ich weiß es gar nicht mehr.
Das ist, oder konnte man sich das einfach so kaufen, weil man sich ein. Ich glaube, man konnte online so einen Code einlösen, weil man sich ein Nutella-Glas gekauft hat und dann hat man das hier zugeschickt bekommen. Und das ist einfach so ein Nutella-Glas, was leuchten kann. Das ist halt hier so LED-Zeug drin. Nein, nicht LED, keine Ahnung, was es ist. Das Kabel dafür habe ich im Moment nicht und da ist auch keine Batterie drin, deswegen kann ich es nicht zeigen. Hier meine komplett zugestaubte Xbox. Ich habe versucht, die sauber zu machen für das Video, aber diese Rillen hier gehen halt irgendwie überhaupt nicht mehr. Alter, ich habe das gestern abgestaubt. Jetzt geht's hier schon wieder los. Katastrophe. Ich glaube, das funktioniert gar nicht mehr richtig. Das ist mein Lieblingscontroller. Ja, dann ist hier mein Fernseher, den ich nie benutze. Ich benutze ihn nie. Also ich weiß gar nicht, wann ich den das letzte Mal benutzt habe. Ist schon ewig her. Hier runter, da haben wir mehrere Sachen. Da sind meine Schulsachen drin, die ich halt alle sammle. Das ist so ein Lenkrad, was ich mir mal gekauft hatte. Und dazu das Pedal hier. Ist irgendwie nicht so, na, hat mir irgendwie nicht so gefallen. Also spiele ich sehr selten mit. Hier habe ich übrigens nichts abgestaubt, sieht man wahrscheinlich. Diese Kiste kann ich mal rausholen. Was ist da alles drin? Da ist, oh ja. Das Ding muss ich auch mal sauber machen. So ein altes Trittding von. Ja, da kann man halt seine Füße drauf machen, wenn man Gitarre spielt. Ich benutze es meistens nicht. Hier, was ist das? Ach, das ist für meine Leuchte. Das kann ich gleich auch noch zeigen. Alter, boah, das hätte ich vielleicht echt mal sauber machen müssen. Heilige Scheiße. Ich benutze diese Kiste nicht sehr oft, wie man sieht. Ich mache einfach Zeug rein, was ich nicht benutze. Wie zum Beispiel, den kann ich echt mal wegschmeißen. Diesen alten Arm, der komplett kaputt ist. Da war mal mein Mikrofon dran. Das hier, 300 € hat das gekostet und klingt so scheiße. Hier sind so alte Brenn-DVDs und CDs. Hier, meine ganzen alten. Boah, ja, da staut sich schon alles zusammen. Meine ganzen alten Gitarrenlernhefte. Sogar von meiner. Ich weiß gar nicht mehr, war das von der Musikschule oder von meinem Gitarrenlehrer? So ein Weihnachtsheft mit so nervigen Liedern. Also, vergesst bitte einfach, dass ich das jetzt hier nicht sauber gemacht habe. Moment. So, dann haben wir das. Was haben wir hier? Das hier ist so ein Weight Gainer Blend. Ich wollte ja eine Zeit lang mal Muskeln aufbauen. Ich bin im Moment wieder so ein bisschen dabei, mache jeden Tag so ein paar Übungen mit so einer App. Aber im Moment brauche ich das nicht, weil sonst würde ich einfach nur fett werden. Ich muss im Moment eh ein bisschen einfach meinen Bauch wieder loswerden und Arme und Brust und so ein bisschen strammer. Und dann kann ich das gern wieder benutzen, aber im Moment wird mir das überhaupt nichts bringen. Ja, da sind meine Kabel für mein Mikrofon drin und mein alter Popschutz, den ich eigentlich auch nicht mehr benutze. Ne? Gut, was haben wir hier? Da ist meine Leuchte. Diese Leuchte hatte ich mir erst vor kurzem gekauft, um meine Streams besser beleuchten zu können. Da kann man sogar hier noch so was dran machen und dass man so das Handy reinklemmen kann. Sonst noch irgendwas? Ja, so 5000 verschiedene Kabel und die ich irgendwann mal brauche, manchmal. Und meine alten Kopfhörer. Ich hänge schon ganz schön an irgendwelchen Sachen, die ich nicht mehr brauche, fällt mir gerade so ein. Was war hier drin? Hier war. Ah ja, die Hildegard-Perücke und noch ein altes Lenkrad, was nicht funktioniert. Hier ist mein Drucker. Den habe ich 2011 bekommen oder so und der funktioniert immer noch. Das ist Wahnsinn. Nicht mehr so gut, aber er funktioniert noch. Hier so eine Uhr, die ich nicht benutze. Es zieht sich durch das ganze Video. Sachen, die ich nicht benutze. Das hier ist eigentlich so für den Rücken. Das macht man so über die. Also klemmt, macht man sich wie so ein. Zieht man wie so einen Rucksack auf und dann macht man das fest und dann hat man so. Soll man eine geradere Körperhaltung haben. Ich habe das ein bisschen ausprobiert. Ist nicht so meins, ehrlich gesagt. Aber ab und zu, wenn ich gerade Langeweile habe, ziehe ich das an. Ja, hier, mein Lieblingsbuch, Herr Sonneborn geht nach Brüssel. Bin ich immer noch auf Seite 100. Ja, klar, natürlich. Hier auf meinem Nachttisch. Hier oben habe ich noch eine Dartscheibe. Da habe ich leider das Problem, dass mir hier die Dinger abgebrochen sind. Also, das hält nur noch gerade so dran. Und hier glaube ich das gleiche. Nee, da war das Problem nicht. Und hier.
Hier auch nicht. Aber da sind die Dinger verbogen, wie man sieht. Und ich finde die gerade auch gar nicht mehr. Ich hatte so Ersatznadeln. Aber ich finde die nicht mehr. Und für die Dinger hier habe ich eigentlich Ersatzdinger gekauft, aber die haben nicht gepasst, leider. Ja. Beziehungsweise Ersatzpfeile sogar habe ich gekauft. Aber die funktionieren hier leider an diesem elektrischen Ding nicht. Sonst ist es ein echt cooles Teil. Das macht auch Spaß. Kann man extrem viele Sachen auswählen. Ja, hier ein Bild an der Wand. Das hat auch jeder Fünfte irgendwo in seinem, das IKEA-Bild in seinem Zimmer hängen. Meine Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer, mega, habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Viel, viel besser als mit den Kabeln und klingt auch tausendmal besser. Das hier ist eine Katze. Ja, du willst raus, gell? Ich lass dich mal kurz raus. So. Das hier. Ein Plakat mit ganz vielen Motivationssprüchen. Gefällt auch nicht jedem, ehrlich gesagt. Habe ich schon gehört. Und das habe ich vor 4 Jahren oder so zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und habe es erst dieses Jahr aufgehangen. Shame, shame, shame. Aber es hängt jetzt. Es ist mir jedes Mal abgefallen. Ich musste das mit 5000 Tesafilm festmachen. Hier noch so ein Katzenkalender. Der ist von letztem Jahr eigentlich. Ich habe ihn dieses Jahr nochmal benutzt. Und ich hatte letztes Jahr am 7. März einen Friseurtermin. Das ist auch das Einzige, was ich mir da aufgeschrieben habe. Meine Gitarren. Meine große Liebe. Die klingt leider nicht so schön. Die habe ich früher als in der Anfangszeit benutzt. Die hier habe ich schon seit 8 Jahren oder so, 7. Und die klingt einfach am besten noch. Benutze ich auch immer. Olga. Olga darf natürlich auch nicht fehlen. Meine geile Sexpuppe. Nee, zum Glück keine richtige, ne? Aber ich finde die lustig. Hier diese brasilianische Trommel, die ich mal bekommen habe. Ein Keyboard, was ich eigentlich nie benutze. Müsste ich mal wieder versuchen. Ich hatte ja mal einen Song gespielt. Ich konnte von Alan Walker konnte ich was spielen. Ich weiß gerade den Song leider nicht mehr. Partybrille von meinem Bruder. Natürlich richtig echte Pflanzen. Super echt sind die. Da liegen meine Gitarrennoten. Hier ist mein Alien mit der Möwe. Die Möwe hatten wir gekauft im Nordseeurlaub. Ach, der war so schön. Nur ich habe jetzt leider rausgefunden, dass dort an dem Ort, wo unser Strand war, öfter mal Scheiße ins Meer gepumpt wird. Das ist nicht so geil. Da liegt dann noch eine Kappe. Ja, und das ist mein Stuhl. Ein Ikea-Stuhl auch natürlich wieder. Ich kann mal gucken. Schublade wahrscheinlich eher nicht, aber ich habe hier habe ich auch noch Zeug drin. Da lege ich einfach jeden Scheiß rein, der mir geschenkt wurde. Was heißt Scheiß? Ich freue mich natürlich drüber, aber so Erinnerungssachen, also Sachen, die ich selber gemacht habe, die ich als Erinnerung einfach habe und Sachen, die mir halt geschenkt wurden. Ich habe hier zum Beispiel, ja gut, also da bin ich jetzt wirklich nicht stolz drauf, eine Teilnehmerurkunde. Ich glaube, es war Grundschule oder so. Wann war das? Steht da das Datum drauf? Ich sehe es gerade nicht. 2011. Ja, das war, ich weiß es gar nicht. Hatschi! Entschuldigung. Ich habe Corona, obwohl ich nicht draußen war. Ich habe hier noch 4 von meinen Hans-Tanz-CDs liegen. Die bin ich nicht losgeworden. Aber ich behalte sie gerne. Und da liegen halt noch irgendwie ein paar Zettel. Ich weiß gar nicht, was da alles draufsteht. Da unten ist meine Kontaktlinsenflüssigkeit. Hier auch noch. Und das hier, weiß ich gar nicht, was ist denn da drin? Was steht da? Ach, Sound. Ach, okay. Von meinen Kopfhörern. Naja, okay. Die Schublade da oben zeige ich euch nicht. Ich kann euch aber sagen, was ist da drin? Meine privaten Songtexte, die möchte ich jetzt eher so nicht so zeigen, die liegen da drin. Und Dextro Energy, wenn ich mich konzentrieren muss. Und was ist noch drin? Rasierkling. Ich bin aber nicht depressiv. Ich habe so einen Rasierhobel. Ich finde das einfach besser als so ein Einmalrasierer oder ein Rasierer, den man 4-mal benutzt und dann kann ich das immer austauschen. Und Kontaktlinsen liegen da auch drin. Ja, okay. Und meine Ersatzbrille. Dann gucken wir mal, was haben wir noch? Ich hoffe wirklich, meine Füße wurden nicht mitgefilmt. Fangen wir erstmal hier oben an. Der Game Master.
Der Game Master. War das nicht, das war doch mit Momo, oder? Momo, der Game Master? Ich weiß es nicht mehr. War auf jeden Fall legendär. Habe ich mir eine Maske gekauft, die ich mir einfach hier hingehängt habe, weil ich habe mittlerweile, es ist eskaliert. Ich habe hier so eine richtige Horror-Ecke jetzt. Hier, die Freitag der 13. Maske. Müsste ich eigentlich mal präparieren, bearbeiten, damit die auch wirklich so aussieht, weil eigentlich ist sie ja nicht weiß. Momo, ein Alien. Oh, ich finde das Alien so geil. Das sieht so cool aus. Richtig coole Alien-Puppe. Da hinten Gizmo von... mir fällt es leider gerade nicht ein, tut mir leid, aber ihr wisst es bestimmt. Und dann habe ich hier noch so Zombies stehen, ja. Der Demogorgon. Geil, ne? Die S-Puppe als Baby. Die wurde tatsächlich aus einer Babyborn gemacht. Sieht man ein bisschen, aber nicht so viel. Ich glaube, wenn ich es nicht gesagt hätte. Und hier noch so ein Plakat von S dazu, einfach so als Hintergrund. Das hier ist eine Klingel. Wenn meine Eltern irgendwas von mir wollen, dann rufen sie mittlerweile nicht mehr runter, hoch, sondern sie klingeln einfach. Ganz ist eigentlich super chillig. Sie müssen nicht hochschreien und ich höre einfach jedes Mal die Klingel und weiß, wenn sie irgendwas von mir wollen. Ja. Ansonsten geht's hier noch weiter. Meine Monopoly-Sammlung hat sich seit dem letzten Mal nur eine Sache geändert. Ich habe noch so ein Ich einfach und verbesserlich Monopoly geschickt bekommen. Ja, ist glaube ich so eine Kinderversion von Monopoly, also ist vielleicht eher nicht so meins. Die anderen sind schon cool, mein Monopoly, wo ich so eigene Sachen machen konnte, also so eigene Straßen, richtig cool. Monopoly Banking auch gut, aber ich finde das normale Monopoly ist eigentlich immer noch das Beste. Spiel des Lebens habe ich in so einer neueren Version, Generation Now. Das große Logo-Spiel der Marken, Wer wird Millionär, Klartext, Schlag den Rab, das erste Spiel. Da seht ihr, das ist halb offen, weil da hängt nämlich an der Seite noch der Punktestand vom letzten Mal, was wir nicht weitergespielt hatten. Das hier ist auch geil, das müsste ich wirklich mal richtig spielen. Minderheitenquartett. Einmal die soziale Kernschmelze und das normale Minderheitenquartett. Sehr cooles Spiel auch. Nochmal ein Gizmo. Eine CD, die ich mir total egoistisch selber hingestellt habe. Aber tut mir leid, also ich finde die nicht schlecht. Dann von meinem Gitarrenlehrer die CD, die er mir geschenkt hatte. Sia und Alligator. Ja, ich bin Alligator-Fan für die Leute, die es schon wieder vergessen haben. Ich war ja auch auf einem Konzert von ihm. Noch eine Nutella Ding, weil ich habe keine Ahnung, warum so viele Nutella-Sachen hier stehen. Hier, das bräuchten viele Leute im Internet. Locker habe ich den Witz letztes Mal auch schon gemacht. Der Duden. Was habe ich hier sonst noch stehen? Eigentlich die ganzen Sachen, die hier stehen, lese ich mir nie durch. Also ich habe super viele Sachen, die ich noch nie gelesen habe. Es ist ja auch nicht viel. Was steht da? Ausgang der Toten? Was? Nee, Gesang der Toten? Hä? Sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Das hier habe ich auch mal geschenkt bekommen, Wilde Kerle Fabi. Ja, ist schon ewig her, ich weiß. Die drei Fragezeichen auch. Eyeboy, das ist wirklich ein Buch, was ich mir wirklich komplett durchgelesen habe. Glaubt mal gar nicht bei der Dicke. Aber das war ein richtig cooles Buch. Ich weigere mich aber irgendwie den Netflix-Film davon anzuschauen, weil das Buch wahrscheinlich tausendmal besser ist. Warrior Cats habe ich ein Buch, habe ich ein bisschen gelesen zumindest. Was ist das noch? Ich glaube, das war hier das wilde Klassenzimmer, oder? Nee, Summer in the City. Ich habe auch manche Sachen, hat meine Mutter auch einfach so einen Haufen Bücher geschenkt bekommen, wovon sie mir ein paar gegeben hat, aber ich lese es mir halt einfach nicht durch. Ich habe eine Zeit lang auch echt gern so diese Cracks Tagebücher gelesen, aber das ist auch schon Jahre her. Da steht eins drin. Die Bibel, weil ich bin ja so christlich. Nee, das ist immer noch von der Schule. Da hatte ich hier so von der Schule auch was bekommen, Beruf aktuell, so Ausbildungsberufe. Löcher, ein richtig gutes Buch, hatten wir in der Schule komplett gelesen, als Schullektüre. Cracks Tagebuch, wo man selber irgendwelche Sachen einträgt. Das ist auch jedes Mal immer lustig, wenn ich mir das durchlese, was ich da für eine Scheiße hingeschrieben habe. Der Kuss des Feindes. Ja, keine Ahnung, das ist alles irgendwie... Ich habe es halt einfach nicht gelesen. Hier, das sind Bücher, die ich richtig gern gelesen habe. Ich weiß nur nicht, warum ich nur noch zwei von denen habe. 1000 Gefahren. Richtig cool. Da muss man in dem Buch selber Entscheidungen treffen und auf die dementsprechende Seite dann weiterblättern. Und dann ist man entweder tot oder die Geschichte geht weiter. Das ist richtig cool gemacht. Hier unten sind so ein paar Xbox-Spiele. FIFA 15, 16.
Halo, Fallout 4, Project Cars, GTA 5, Rare Replay, das war bei der Xbox dabei, FIFA 17. Ich glaube 15, 16 und 15 und 16 habe ich, glaube ich, geschenkt bekommen und 17. City Skylines auch richtig cool. F1 2. Was haben wir hier noch? Menschen durchschauen und richtig behandeln. Ist ein bisschen creepy, oder? Wenn man so drüber nachdenkt, dass ich mir so ein Buch gekauft habe. Ich habe mir das tatsächlich bei Amazon bestellt gehabt, weil ich eine Zeit lang mich so für Psychologie interessiert habe. Aber ich habe es leider auch, ich glaube nur so lange, wie das hier ausgedehnt ist, gelesen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich kann es nicht genau sagen. Crystal Lakes Memories, das ist so eine Doku, eine sehr lange Doku zu den ganzen Freitag der 13. Filme, die ich alle so cool finde. Ich bin ein riesen Fan davon. Dementsprechend auch eine sehr coole Doku. Schlag den Raab, das Spiel, auch mega. OMSI, der Omnibus-Simulator, einer der meistgespieltesten Spiele von mir. Autsch, 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 autsch. Hier so alte Taschenbücher aus D-Mark-Zeiten, die ich auch geschenkt bekommen habe. Das zieht sich durch das ganze Video. Die kann ich irgendwann mal für 1000 Euro verkaufen. Das große Flaggenbuch habe ich mich früher total dafür interessiert. Als 10-Jähriger oder, nee, ich glaube sogar noch früher, habe ich mich so für Flaggen interessiert, dass ich jetzt einfach jede einzelne Flagge auf der Welt auswendig kann. Was haben wir noch? Hier ist auch so ein Smileys hier. Ein bisschen gelesen. Der Kanzler wohnt im Swimmingpool. Auch ein cooles Buch. Das ist so ein Politikbuch, wo die Frau von Gerhard Schröder geschrieben hat, wie es war, mit einem Mann verheiratet zu sein. Also ich glaube mittlerweile Ex-Frau, ne? Mit einem Mann verheiratet gewesen zu sein, der Kanzler war. Also sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ja, so Sachbücher sind ja also ein bisschen noch Prisma Chemie. Das hatte ich von dem Fernstudium bekommen, glaube ich. Meine Schulzeit, das habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. Einfach vielleicht nochmal das Video dann von damals anschauen. Das muss ich jetzt nicht nochmal machen. Überleben in der Natur. Eine Zeit lang habe ich mich auch dafür interessiert, wie es so wäre, in der Natur zu überleben. Oder man ist einfach in einem Wald und muss dort einfach dann 7 Tage aushalten oder so zum Beispiel. Da habe ich mir so ein Survival-Buch gekauft. Aber leider habe ich das bisher nie in die Tat umgesetzt. Insel Goethe. Ja, Goethes Faust. Katastrophe hatten wir auch in der Schule. Deswegen habe ich das von meinem Opa bekommen. Sorge dich nicht, lebe. Auch so ein Psychologie. Also, man merkt schon, ich interessiere mich sehr für Psychologie. Hier, was haben wir da noch? Ja, das sind halt meine Unterlagen, die zeige ich euch jetzt nicht. Auch von der Sparkasse. Nee, ich glaube, das ist dann sonst nichts Spannendes mehr. Das hier habe ich auch alles letztes Mal schon gezeigt. Das hier ist ein Teil von dem Staubsauger, den ich vielleicht mal wieder zurücktun sollte. Mein altes Laptop. Ach du Scheiße, das ist auch. Das sieht. Entschuldigung, das sieht in der Kamera viel verstaubter aus, als es wirklich ist. Hier so Ersatzpatronen für meine Dingens. Ja, für meinen Drucker. Was haben wir hier sonst noch? Ach ja, die Salzkrebse. Oh Mann. Ich hatte mir mal gewünscht, nochmal diese Urzeitkrebse auszuprobieren. Habe ich auch gemacht. War nix, ist nichts geworden. Und zusätzlich dazu habe ich diese Salzkrebse noch bekommen. Die sind aber noch zu, weil ich traue mich da einfach nicht mehr ran. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich habe es früher schon als Kind mehrmals probiert. Ich wollte es dann jetzt nochmal vor 2 Jahren oder so, wann das war, probieren. Das hat wieder nicht geklappt. Und ja, keine Ahnung. Ich kann das irgendwie nicht. Ich glaube, dann sind wir soweit schon fast durch. Ne? Hier in der Ecke noch. Hier mein Kleiderschrank. Den mache ich jetzt nicht auf. Sind meine Sexspielzeuge drin? Nee, ist halt einfach meine Kleidung. Hier die Fernbedienung für diese LED da oben. Kann man anmachen. Kriege ich es an? Kriege ich es an? Mann! Hallo? Jetzt. Habe ich dann abends immer diese LED an der Wand an. Sieht eigentlich immer ganz cool aus. Kann man auch in verschiedenen Farben machen. So. Meine Gitarrentasche, wenn ich mal bei meinem Gitarrenlehrer bin und das nicht wegen Corona online machen muss. Das hier ist noch so ein Halter für das Lenkrad, dass man sich einfach so richtig so wie in so einen Lenkradsitz, also wie so ein Autositz, sich dann reinsetzen kann. Da ist meine VR-Brille drin, leider funktioniert die irgendwie nicht mehr richtig. Mein Kackekissen, ich habe keine Stofftiere, mit denen ich kuschel, aber ich habe mein Kackekissen, guck mal, es weint.
Es weint richtig, wenn es schon daran denkt, dass es mit mir kuscheln muss. Es tut mir wirklich leid. Aber ich nehme das, das nehme ich wirklich, das gebe ich auch offen und ehrlich zu, das nehme ich immer in den Arm, wenn ich schlafen gehe. Weil ich habe gern irgendwas im Arm, wenn ich schlafe. Ja, ich glaube, damit haben wir soweit alles durch. Ja, Gitarre kann man halt hier auch abnehmen. Hier sind so diese Gitarrenhalter. Dann setze ich mich halt immer hier so auf mein Bett oder wo auch immer hin und mache halt einfach hier. Leg das mal hier ab, weil ich kann es ja leider nicht richtig filmen. Ich spiele halt irgendwas, was mir, was gerade in meiner. Also leicht ist natürlich zupfen und schlagen ist eigentlich ganz einfach. Ja. Gut, ich glaube, das dürfte es soweit gewesen sein. Ich schneide das jetzt mal kurz, aber da wird ja wahrscheinlich nicht viel zu schneiden sein und lad das dann hoch. Das war oder das ist mein Zimmer. Hier nochmal. Hat sich auf jeden Fall einiges getan nach dem letzten Mal. Ach so, hier oben, kann ich vielleicht auch noch zeigen. Alter, guck dich das an, mein allererstes Laptop. Nee, das ist nicht mein, das ist mein insgesamt zweites Laptop schon. Da ist dann irgendwann dieser Griff da oben kaputt gegangen, wo, ja, was das nicht, man kann das Laptop nicht mehr richtig zuklappen. Ich habe es aber immer noch aufgehoben, warum auch immer. Da ist die Verpackung von meinem alten Laptop, glaube ich. Eine Island-Flagge, die haben wir gehabt während der WM, als wir so im Island-Fieber waren. Und hier diese, oh Gott, diese Tröten. Warte mal, hier liegt auch einer auf dem Tisch. Das Kazoo, bestes Instrument. Wow, das ist so. Vor allem diese Plastikdinger sind leider auch nicht so gute Kazoos, weil die kratzen richtig und das tut richtig weh, wenn man es zuhört. Ja, hier ist noch so eine Laptop-Tasche, wenn ich irgendwo damit hin müsste. Muss ich aber nicht. Gut, danke fürs Zuschauen. Das war mein Zimmer. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.